Sorry. Ganz ehrlich, ich meine, Transcendence hat ja eine wirklich interessante Grundidee. Und das meine ich ganz ernst, weil ich persönlich ein großer Fan von derartigen Science-Fiction-Filmen bin, die sich aktuelle Ängste, aktuell brisante Themen herausnehmen und die einfach in die Zukunft weiterdenken. Wie ist es, wenn sich die Technologie, die wir aktuell haben, in der Geschwindigkeit weiterentwickelt, wie es aktuell passiert, was ist dann eigentlich in 200 Jahren oder in 100 Jahren? Wie kann das noch weitergehen? Und das ist, finde ich, ein Grundgedanke, der bei Science Fiction extrem spannend ist. Und wenn man kreative, intelligente Köpfe dann hinter den Büchern, Filmen und so weiter hat, dann bekommt man großartige, interessante Geschichten wie 1984 von George Orwell oder natürlich auch andere Filme mit vergleichbarer Thematik wie Transcendence, wie eigentlich auch Stanley Kubricks 2001. Was allerdings meiner Meinung nach die große, große Schwäche von Transcendence ist, ist, dass er sich einerseits dann in der zweiten Hälfte in seinem grundsätzlich kreativen Ansätzen und Denkanstößen dermaßen verliert, dass er teilweise etwas in die Lächerlichkeit abdriftet, dazu dann allerdings am Ende des Videos unter Spoiler-Tag noch etwas mehr, aber was mich bei dem Film definitiv am meisten gestört hat, ist, dass er einfach so langweilig ist. Transcendence ist definitiv einer der langweiligsten, einschläferndsten, unspannendsten Filme, die ich jemals gesehen habe. Derart müde und leer habe ich mich eigentlich in den letzten Jahren selten nach einem Film gefühlt. Was außerdem noch dazu kommt, ist, das finde ich grundsätzlich nachvollziehbar, ist, dass gute Schauspieler wie Morgan Freeman und Johnny Depp sich für den Film hergegeben haben, weil die Grundthematik ist ja eben wahnsinnig spannend, wahnsinnig aktuell, brisant, interessant. Aber auch schauspielerisch ist der Film, finde ich, einfach nur Durchschnitt. Johnny Depp und Morgan Freeman liefern in meinen Augen eher 0815 Performances ab. Und bei der weiblichen Hauptdarstellerin, die eben Johnny Depps Ehefrau spielt, geht's dann teilweise sogar so weit in der zweiten Hälfte des Films, wenn ihre Szenen emotionaler werden, dass ich's einfach nicht gut fand. Und weitermachen möchte ich jetzt eigentlich mit ein paar Details über vereinzelte Plotpoints und über einzelne Handlungsstränge von Transcendence. Wer den Film nicht gesehen hat, dem kann ich abschließend eigentlich nur mehr sagen, meiner Meinung nach habt ihr damit leider nichts verpasst. Die Grundidee ist absolut großartig und ist für mich als jemanden mit großem Computerinteresse wirklich spannend und wirklich gut. Die Umsetzung ist allerdings einfach nur langweilig. Kommen wir zu den Lächerlichkeiten, die ich dann mehr oder weniger in der zweiten Filmhälfte gesehen habe. Was ich in meinen Quickies immer mache, ist, ich halte mich 100% spoilerfrei und erwähne auch nichts, was möglicherweise in jeder Inhaltsangabe des Films erwähnt wird, beispielsweise, dass Johnny Depp nach 20 Minuten im Film stirbt, sage ich im quasi öffentlichen Teil des Videos nicht. Aber zur Handlung, Johnny Depp wird erschossen, überlebt das Ganze, dann allerdings stellt man fest, dass die Kugel, mit der er erschossen wurde, vergiftet war. Warum man ihn nicht gleich besser getroffen hat, eine andere Frage, man hätte einen Kopfschuss versuchen können. Aber wurscht, sie haben ihn vergiftet, sie wollten auf Nummer sicher gehen und Johnny Depp als Computerexperte hat es mehr oder weniger dann geschafft, sich in ein Computerprogramm hineinzuschreiben und dann mehr oder weniger als Hologramm weiterzuleben. Grundsätzlich eine sehr spannende Sache, die eben Big Brother-Thematiken und eben die Tatsache, was darf die Technik, was kann die Technik und vor allem, was darf die Technik können, behandeln. Das Ganze geht dann so weit, dass Johnny Depp drahtlos offensichtlich den Hormonspiegel seiner Frau lesen kann. Wie das technisch gehen soll, weiß ich nicht. Dass er aber dann als quasi lebendes technisches Wesen so weit gehen kann, dass er sich quasi selbst wieder als Menschen bauen und reproduzieren kann, dass er diese Panels, die er braucht, um Strom zu bekommen, selber hochziehen kann und jetzt kommt dann der Höhepunkt, dass er es sogar schafft, dass Leute, die auf seinem Grundstück angeschossen werden, durch diese kleinen technischen Kristalle,
die aus dem Boden heraufkommen, zu heilen und wieder gesund zu machen, da muss ich zugeben, bin ich dann irgendwann einmal geistig auch ausgestiegen. Und da hat sich dann eben für mich der Film aufgehört, als ernstzunehmende Science Fiction zu existieren, sondern war dann einfach von einem spannenden Gedankenprojekt, hat es sich durch genau diese Szenen zu mehr oder weniger 0815 Science Fiction entwickelt. Eben etwas, was ein interessanter Grundgedanke ist, was aber, finde ich, nicht mehr als bedrohliches Szenario, als realistisches Zukunftsszenario ansatzweise ernst genommen werden kann, dass dann quasi diese Computer-DNA aus dem Boden raufgeht, in den Himmel steigt und dann beginnt es zu regnen, wo ich mir denke, bekommt dadurch nicht einfach nur der Begriff Cloud Computing eine neue Bedeutung, ich weiß es nicht, dass dann quasi die Computer-DNA im Wasser ist, in den Flüssen ist, im Meer ist und sich Menschen quasi davor fürchten, dass der komplette Planet zu einem zweiten Heimatplaneten der Autobots umfunktioniert wird und mehr oder weniger die komplette Erde nur mehr aus Technologie besteht, da ist dann irgendwann einmal auch der Moment gekommen, wo ich einfach aufhöre, dieses ganze Konzept ernst zu nehmen. Abgesehen davon, dass es solche Ideen gibt, waren es eben viele spannende Gedanken, Ansätze, die in Transcendence verarbeitet waren, aber trotzdem im Endeffekt ist der Film und eben grundsätzlich, vor allem weil ich mich für das Thema und für die Materie sehr interessiere, für mich sicher eine der größten Enttäuschungen des heurigen Jahres, weil wie gesagt, derartig gelangweilt habe ich mich schon seit langem nicht mehr und ich finde Transcendence ist ein Film, den man einfach nicht gesehen haben muss. Leider.